So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu TKG Tödliche Schokolade. Wir befinden uns hier bei den Sauerlichs zu Hause. Ja, und nachdem uns Bertha, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, eingelassen hat in die Villa Sauerlich, können wir auch hier endlich weitermachen und gucken mal, wo das alles so hinführt. Und ja, das ist natürlich total interessant, weil wir erst um unseren Einlass kämpfen mussten. So, was geht hier auf jeden Fall ab? Ist das hier eine Büste von Helmut Kohl, dem Altkanzler? Ich weiß es nicht. Was können wir überhaupt machen? Da ist der Fernseher, genau da hinten. Aha, Telefon Apparillo, können wir nicht anklickern. Hier können wir einfach nur zurückgehen. Kann ich da irgendwas klicken? Kann ich irgendwas drücken? Kann ich irgendwas machen? Ah. Na los jetzt aber schnell, Willi Sauerlich. Dein Vater kann jeden Augenblick zurückkommen. Ja und? Oh, das Phone ist da. 5 Nachrichten sind da. Dann mal los. Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ein Golfplatz? Ja, ich mache alles, was Sie verlangen. Wo soll die Übergabe stattfinden? Ich melde mich wieder. Okay, wir haben Golfplatz im Hintergrund gehört. Das ist... Erstens mal ist es wahrscheinlich wieder die Stimme von Nobel Schröder. Das klingt alles gleich. Und das muss ja wohl dann dieser komische Freund von diesem Boy da sein, oder? Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ah. Ja! Nächste. Sauerlich, halten Sie die... Sauerlich, halten... Hä? Sauerlich, halten Sie die 100.000 in... Ich will die nächste hören. Sauerlich, halten Sie... Ah. Sauerlich. Oh Gott. Was ist das bloß für ein Geräusch im Hintergrund? Was ist denn das für eine Scheiße? Sauerlich. Guten Tag. Sauerlich. Guten Tag. Ich würde gern Frau Bertha Petersen sprechen. Aha. Ja, am Apparat. Guten Tag, Frau Petersen. Hier spricht Anton Blender. Wir haben uns beim Sommerfest in der Villa Sauerlich kennengelernt. Der Blender? Sie erinnern sich? Ja. Ach, ja, natürlich. Sie sind der nette Herr mit dem lustigen Bart. Ich würde Sie gerne einmal wiedersehen. Oh. Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang? Awkward. Sehr gerne, aber bitte entschuldigen Sie, mir brennt gleich die Suppe an. Rufen Sie mich morgen nochmal an, ja? Aha. Sehr gerne. Auf Wiederhören und gutes Gelingen. Dankeschön. Der Auf Wiederhören. Blender will also Bertha daten. Okay, 2. Was? Okay, jetzt sind wir bei 1. Sauerlich? Hallo Schatz, ich bin's. Ich werde hier auf dem Golfplatz aufgehalten. Ich kann also zum Abendessen nicht da sein. Sag Bertha, dass sie dir eine Kleinigkeit fertig machen soll. Und falls du Klößchen siehst, der soll seine Vokabeln lernen. Okay, mach ich. Bis später dann. Bis später, Küsschen. Küsschen. Soll seine Vokabeln lernen. Nichts wie weg hier. Aber was war mit der Nachricht Nummer 2? Bei Sauerlich? Tim Carsten. Hallo Bertha. Ich würde gerne Willi sprechen. Ach, hallo Tim. Willi ist nicht hier. Ich weiß auch nicht genau, wann er kommt. Hä? Danke Bertha. Ich versuche später nochmal. Jetzt muss ich gerade mal eine blöde Frage stellen. Werden hier einfach alle Gespräche, die am Telefon geführt werden, aufgezeichnet? Ah, ich glaube ja. Genau, das PhoneStar ist ja das Gerät, was der Herr Glockner vorbeigebracht hat, um alle Telefonate mitzuschneiden. Okay. Also offenbar ist unser Erpresser der Typ mit der Stimme von Nobel Schröder auf dem Golfplatz. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf den Golfplatz und den Sachverhalt checken, ob wir da jemanden kennen, hätte ich gesagt, oder? Was anderes fällt mir gar nicht ein. Oder müssen wir mal... Doch, da gehen wir mal hin. Waren wir da mit Willi schon? Waren wir mit Willi schon im Golfplatz? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Wir gehen mal hin. Piep. Hallo, was willst du?
Ja, ich will den Dings hier. Ich suche einen Ferienjob. Genau. Ist noch was frei? Ja. Du hast Glück. Bis morgen laufen die Vorstellungsgespräche. Ach so. Komm rein. Darf ich auch einfach auf den Rasen? Das wäre natürlich cool. Ich will nämlich gar nicht zum... Hi, ich bin Willi Sauerlich. Doug, ich heiße Julia. Hi. Ich glaube, ich kenne deinen Vater. Aha. Ja, Julia. Was geht ab? Du bist Caddy. Macht dir das Spaß? Der Vogel ballert aber in die Ohren. Wird das gut bezahlt? Du bist kein schlechter Job. Ich trage den Spielern die Tasche mit den Schlägern hinterher, suche den richtigen Schläger raus, mache die Schläger sauber. Und wenn jemand schummelt, dann tue ich so, als hätte ich nichts gemerkt. Okay. Und sonst gibt's hier noch irgendwas? Hast du noch was zu sagen? Oder eher nicht? Oder doch? Oder was? Wir gehen nochmal neu rein. Vielleicht ist das Gespräch noch nicht beendet. Aber ey, dieser Vogel, der... Also mein Gehirn, meine Ohren sind schon fast taub. Hallo, was willst du? Ja, ich möchte da gerne rein. Ich suche einen Ferienjob. Ist noch was frei? Ist noch was frei? Du hast Glück. Ja. Bis morgen laufen die Vorstellungsgespräche. Aha. Komm rein. Komm rein. Na gut, okay, wir sind drin. Willi Sauerlich. Wer ist das denn? Dr. Max Port. Ah, der Max Port, der hat doch was gegen unseren Vater, den Sauerlich. Den Dr. Port? Ja. Wieso Doktor? Ich dachte, er hieß Port. Kennen Sie meine Eltern? Wieso Doktor? Ja, dein Vater fährt doch einen brandneuen Jaguar und deine Mutter hat so eine schicke Golftasche. Die war sicher sehr teuer. Herr Moment, der klingt doch auch wie Nobel Schröder. Das könnte der schon sein. Hallo, wünschst du? Ja, ich wünsche einzutreten. Ich suche einen Ferienjob. Ist noch was frei? Komm, mach auf. Du hast Glück. Bis morgen laufen die Vorstellungsgespräche. Komm rein. Willi Sauerlich. Dr. Max Port. Aha, okay. Kennen Sie meine Eltern? Haben wir schon. Dr. Port? Wieso Doktor? Wieso Doktor, ja. Dr. Max Port, Facharzt für Innere Medizin an der hiesigen Poliklinik. Aha. Ach, da habe ich aber ganz andere Informationen. Was? Sie sind Krankenpfleger. Nein. Das ist ein Missverständnis. Ich war... Kind, das geht dich gar nichts an. Oh, das ist der Kumpel von dem... Das ist der Kumpel. Oh, wie heißt der jetzt noch gleich? Dings da. Mann. Jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Also auf jeden Fall ist das der Kumpel vom Blender, aber ich habe seinen Vornamen vergessen. Und der gibt sich als Dr. Max Port von der Poliklinik aus. Ach nee, ein Stück von der Somnodorm-Packung. Und die Telefonnummer kommt mir doch auch irgendwie bekannt vor. Somnodorm-Packung. Das ist unsere Nummer. Boah, dieser Vogel, ey. Es passt zu den Schnipseln, die wir in der Fabrik gefunden haben. Ach nee. Herr Port, Sie sind der sauerliche Erpresser. Aha. Dieses Stück Pappe überführt Sie. Es war doch nur Schlafmittel. Niemandem ist etwas passiert. Ich brauche das Geld. Was? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben? Ja. Aber... Es trifft doch keinen Armen. Denk doch nur an das Auto, das dein Vater fährt. Und ich? Ich hab nichts. Doch. Ja. Sie haben jetzt ein Problem. Ja. Denn ab jetzt wird Kommissar Glockner den Fall übernehmen. Das glaube ich aber auch. Und so geschah es. Aha. Willi telefonierte mit dem Kommissar und die Polizei verhaftete Max Port. Dieser war geständig. Und die von TKKG vorgelegte Indizienkette beseitigte jeden Zweifel. Ach, da ist er. Aha. Und wieder wurde durch den großen Einsatz von TKKG ein Verbrecher gefasst. Max Port sitzt hinter Gittern und alle können wieder unbesorgt Schokolade essen.
Und es gab gar keinen großen, Hype gegen Wilbert. Als TKKG in der Villa Sauerlich ihre wohlverdiente Belohnung abholen wollen, erwartet sie Herr Sauerlich mit einer bösen Überraschung. Oh. Hört euch an, was ich soeben in der Post finde. 100.000 Mark oder es gibt Tote. Weitere Anweisungen folgen. Oskar, was ist denn? Oskar, bleib hier! Gabi, lass ihn, er will uns etwas zeigen. Oh nein, das ist ja Fred. Fred, das war bestimmt die Schokolade. Klößchen, warum hast du denn Fred mit Schokolade gefüttert? Aber es war doch nur eine ganz kleine Ecke. Fred liebte Vollmilchnuss. Was? Oh mein Gott, was? Tim, frag doch mal deinen komischen Apotheker, ob wirklich Gift in der Schokolade ist. Den Mischblender sollten wir uns auch noch mal vornehmen. Vielleicht weiß er ja diesmal mehr. Hä, oh mein Gott. Was ist los? Okay, ich muss zum Apotheker. Oh krass, es eskaliert hier schon wieder komplett. Diese Schokolade hätte auch für Menschen gefährlich sein können? Oxidemeton-Methyl. Oxideme was? Oxidemeton-Methyl, ein Phosphorsäureester. Besitzt in der Regel eine recht hohe akute Giftigkeit für Menschen und Eichhörnchen. Über den Mund aufgenommen können bereits 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht tödlich sein. Böse Sache. Oh. Ein Erwachsener von 70 Kilo, der eine Tafel dieser Schokolade isst, wird Kopfschmerzen und möglicherweise Übelkeit verspüren. Für ein kleines Kind sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Symptome reichen dann von Kopfschmerzen bis zu Muskelsteifigkeit und Kreislaufkollaps. Wow. Ja, ich hätte gedacht, wir haben den Fall gerade gelöst. Ich dachte mir, holla die Waldfee, das ist aber ein kurzes Spiel. Aber jetzt, das ist ja hier noch gar nicht vollendet, oder wie? Auf jeden Fall wäre das ja gefährlich gewesen hier. Die Schokolade. Die Schokolade, da ist immer noch Gift drin. Ja, wie sollen wir denn jetzt weitermachen, Herr Brodonski? Wie soll es so denn weitergehen mit Schokoladenfabrikationsgesellschaft Sauerlich und KKG? Es bleibt spannend. Wer hätte das gedacht? Krasser Twist, ey. Wow. TKG-Spiele überraschen dann immer mehr. Ich habe mich schon auf das Outro vorbereitet innerlich. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, ne? Krass. Ciao.